Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und salut et fraternité citoyen les spectateurs, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, die Europa-Kampagne. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir haben es bisher eigentlich ganz weit gebracht, haben Neapel unterworfen. Ich weiß gar nicht mehr, waren wir jetzt schon fertig? Nein, wir waren noch nicht fertig. Eine Sache steht noch aus. Ich wollte doch den Osmanen noch ein Bündnis die ganze Zeit anbieten. Kann ich ihn nicht... Moment, forsche ich die nicht gerade? Moment mal kurz. Ich forsche die gerade in Perugia. Es lohnt sich also nicht, die zu kaufen. Aber ich kann ihnen immer noch ein Bündnis anbieten. Wollen sie nicht. Dann werden wir das ein bisschen... Dann werden wir das ein bisschen modifizieren müssen. Wie lange dauert das? Moment, ich muss mal ganz kurz durch die Städte gucken. Okay, wir machen die Reparatur in Neapel noch nicht. Die Osmanen mögen uns ja eigentlich. Ich biete ihnen 400 an. Oh, Alter. Ich wollte 500 von ihnen, jetzt wollen sie 100, 170 Kröten, ist auch super, machen wir. Jetzt ist das Bündnis mit den Osmanen. Zeig mir die Beziehungen. 15 plus, das ist super. Ich möchte nämlich gerne vermeiden, mich mit den Osmanen auch noch in den Krieg begeben zu müssen. Das wäre relativ ungut. Also das finde ich irgendwie relativ scheiße. Reißen wir das ab in Neapel? Ja, wir reißen es ab und bauen da auch noch ein Gebäude. Shit, gib mir eine Sekunde Bedenkzeit. Ich baue mir eine Miliz in Neapel. Genau, der Kollege, der muss hier rüber Richtung Zagreb. Da möchte ich gerne wissen, was da los ist. Habe ich dich schon bewegt? Nee, dann lauf mal schnell noch darüber. Jetzt haben wir es sogar in zwei, ne? Also wir müssen es wirklich nicht kaufen. Das geht super, super schnell. Die Armee ist eigentlich schon stark genug, um... Ja, die Armee ist eigentlich schon stark genug. Um Richtung Wien vorzurücken, vor allen Dingen unter dem Kommando Napoleons. Jetzt habe ich aber noch folgendes Problem. Ich muss in einer Stadt... Ich muss in einer Stadt einen solchen Magistraten abbrechen. Wir machen das in Hessen-Kassel, denn Venedig braucht noch eine Linieninfanterie. Du baust bereits eine. Du baust bereits auch eine. Dann baust du noch eine. Und du baust noch eine Miliz. Moment, wenn man es umgekehrt. Wir müssen jetzt gucken, Österreich hat viele Truppen, also wir haben immer noch die Möglichkeit, falls sie eine große Invasion vorhaben, dass wir relativ schnell gegen Wien vorstoßen können. Und das sollte sich für uns lohnen. Wir machen außerdem noch zwei Dinge. Also, ich bin da nie so ganz sicher. Hier unten ist eine Goldmine. Ich greife die jetzt mal an. Dadurch ist sie beschädigt und Österreich dürfte halt weniger Geld nächste Runde bekommen. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt nur, diese ganzen Schäden an der Wirtschaft machen der KI eigentlich nichts aus. Also die KI ignoriert das. Sie repariert das nächste Runde ohnehin wieder. Aber ich will dieses Feature trotzdem mal für euch nutzen, ne? Also ihr seht jetzt hier, wir haben den Handelshafen da beschädigt, aber der ist nächste Runde wieder heile heile und das macht der KI überhaupt nichts aus. Die hat kein Problem mit wenig Geld. Die hat genug.
Okay, so, 34 Kröten haben wir noch über. Habe ich alles Wichtige gemacht? Ach so, ich wollte noch was nachreichen, bevor wir in die nächste Runde starten. Und zwar nochmal die Zahlen der Plebiszite. Und Roger Dufresne, dort könnt ihr es auch nachlesen in der Biografie. Und dieses erste Plebiszit hatte den Titel: Soll Napoleon Bonaparte Konsul auf Lebenszeit sein? Fragezeichen. Und am 2. August 1802 veröffentlichte der Senat das Ergebnis: 8.394 Nein-Stimmen, sechsmal mehr als im Jahre 8 der Revolution, also davor, als er überhaupt zum Konsul ernannt wurde. Das könnte suggerieren, dass es eben nicht gefälscht ist, ne? Über die Hälfte davon aus der Armee, interessanterweise. 3.508.895 Ja-Stimmen. Das sind allerdings wiederum 500.000 mehr als im Jahre 8. Allerdings war zu dieser Zeit halt auch schon das linke Rheinufer annektiert worden und deswegen gab es halt eben mehr Menschen, die also die abstimmungsberechtigt waren. Das nur nochmal, um die Zahlen nachzureichen. So, wir gucken nochmal schnell durch die Armeen durch. Ja, Myra wird gleich die Artillerie beibringen. Ach, das ist diese Miliz, die der Bursche hat, ne? Komm, rück die Miliz runter. Tirol braucht keine Miliz. Noch nicht. Zumindest. Und das Ding werde ich, glaube ich, abreißen zugunsten irgendwas von irgendwas anderem. Es gibt nur freien Bauplatz, klar, Provinzhauptstadt, Eisenmine und Manufaktur. Obwohl. Ja, die Drillschule. Ja, die Dragoner brauchen wir definitiv nicht. Da kriegen die Chasseure halt eine zweite Erfahrungsstufe, was schon ziemlich krass ist. Die junge Garde ist super. Linienfusiliere, Kürassiere, das wäre noch eine Einheit, die ich gerne hätte. Und die Chasseurische Chevalgarde. Oh, das sind so krasse Einheiten. Die sind auch super. Die hätte ich auch gerne. Naja, okay, gut. So, lang genug herumgebambelt hier. Ich trinke mal einen Schluck Siegeskaffee. Wir nähern uns ja den Siegbedingungen. Die sind allerdings noch nicht mal zum Drittel erfüllt. Interessanterweise müssen wir England nicht niederwerfen. Sondern es reicht, wenn wir Moskau, Wien und Berlin besetzen. Schön. Wir haben einen neuen Edelmann. Was kann er denn? Ziviltechnologie und Industrietechnologie. Sagen wir gerade, was wird denn in Orléans geforscht? Zivil auf jeden Fall. Dann schleich dich mal da rein. Gut. Es gibt einen neuen Gefolgsmann. Minus 5 Rekrutierungskosten für alle Landeinheiten. Und zwar Louis-Alexandre Berthier. Keiner von denen. Hä? Da ist er. Das ist doch schön. Minus 5 Rekrutierungskosten für alle Landeinheiten in dieser Provinz. Das finde ich irgendwie merkwürdig. In welcher Provinz sitzt er denn? In Frankreich? Also in Paris? In Frankreich, ja. Die Provinz Frankreich. Wir nehmen den Miliz mit. Wir bauen Neapel aus. Wir bauen Hessen-Kassel aus. Klar.
Meine Order, lauf dahin. Ja, komm, nee, mach mal so. Gib dem mal hier die Burschen. Und dann wirst du dich Richtung Reims bewegen. Für unseren Kavalleriegeneral werden wir nämlich noch eine schöne Aufgabe finden. Also noch einen weiteren General brauchen wir da definitiv nicht. Ja, sollen wir Richtung Zagreb vorstoßen? Moment. Warum? Ah, die Miliz macht es aus. Ja, dann holen wir uns doch noch Zagreb, würde ich sagen. Wo ist denn mein Agent? Okay, du brauchst noch ein bisschen. Du bist noch nicht weit genug hier. Aber ich hatte doch hier oben noch einen. Full Stack. Noch eine kleine Armee. Ja doch, dann. Nehmen wir Zagreb ein. Das war relativ einfach. Die konnten, also die haben wir direkt zur Kapitulation gezwungen. Bauen direkt auch die Straße aus. Okay. Hohoho, da ist echt was geboten in Wien. Allerdings nicht mehr viel übrig. Die Frage ist noch, ob wir uns noch Olmütz schnappen. Das wäre eine wichtige Station, falls es gegen Preußen bald geht. Und Pest wäre auch noch gut. Das Problem ist, wahrscheinlich müssen wir dann München offen lassen. Ich hab da von Hause aus was gegen. Wenn wir die komplett auslassen müssen. Sagen wir mal, ich würde jetzt hier runterrücken wollen. Ja, passt aber von der öffentlichen Ordnung. Schön. Dann sind wir in der nächsten Runde schon fast vor Palermo. Eine wunderschöne Stadt übrigens, also kann ich nur empfehlen. Ist also traumhaft. Urlaub auf Sizilien in Palermo, großartig. Habe ich mal gemacht, ist super, super schön. Tolle Leute. Ich finde die Italiener richtig klasse. Also sehr, sehr herzlich alle, sehr, 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 sehr freundlich zuvorkommend und nett. Die Taxifahrer, die sind manchmal ein bisschen abzockerisch veranlagt, aber nennen wir mal eine Nation, wo das nicht unbedingt der Fall ist. Also man muss es natürlich immer anhand der gegebenen Verhältnisse beurteilen. Also sagen wir mal so, die Taxifahrer sind profitorientiert. Sagen wir es mal so. So, wir haben Geld und wir rekrutieren. Und wir holen uns gleich noch diese beiden Handelsposten. Ich baue jetzt auch nur noch ein oder zwei Handelsschiffe. Hier ist momentan keins im Bau. Hier ist eins im Bau. Das brauchen wir auch noch hierfür. Es hat momentan noch wenig Sinn. Ja gut, und eins haben wir hier. Perfekt. Ja, ja. Das hat wenig Sinn, mit mehr als zwei Schiffen da reinzurennen. Also jedenfalls in unserer Situation jetzt momentan. Weil wir können diese Handelsposten noch nicht so richtig verteidigen, wenn die Briten kommen. Auf der anderen Seite haben wir aber die Möglichkeit, da jetzt schon mal ganz gut Geld abzustauben. Aber wenn wir da mehr Schiffe reinbuttern, dann kommen die Briten irgendwann runtergesegelt und machen uns platt. Boah, 106er, 98er, 80er, boah, sind das fette Schiffe. Ich kann die Information leider nicht sehen, ist egal. Aber die Briten haben die bessere Flotte, glaubt es mir.
Hier oben müsste noch eine Einheit fertig geworden sein. Jawohl. Wir haben jetzt 2 Milizen. Es reicht eigentlich schon, glaube ich, um hier. Wir gucken mal. Das sind 6 Einheiten, ne? Geh mal hier hin. Jo, komm. Das schaffen wir. Gegen Sven Hockquist. Der wird jetzt erstmal von seinem rechtmäßigen König zu seinen Ahnen geschickt. Jean-Baptiste Bernadotte wird hier den Schlag gegen die schwedische Armee führen. Ja, ein gutes Terrain sieht anders aus, ne? So ist besser. Wir ziehen direkt hier so eine Front auf. Ich setze sie in den Nahkampfmodus. So ballern die, kämpfen, greifen dann aber im Nahkampf mit dem Säbel an. Der Gegner hat keine Artillerie. Für uns auf jeden Fall ein Vorteil. Wir könnten versuchen, seine Kavallerie zu bekommen. Oh, die haben nicht geschossen. Scheiße. Warum? Das ist natürlich richtig kacke. Okay. Drück mir die Daumen, dass wir das noch überstehen. Komm raus. Ja. Die haben natürlich noch den Moralabzug bekommen. Weil ich hier raus bin. Komm du mal zurück. Komm da weg. Ich brauche schon 2 Kavallerieeinheiten, um hier zu Potte zu kommen. Warum marschieren die vorwärts? So, Feuer frei machen wir aus. Schießen auf den General. So, dann versuchen wir mal, seinen General zu bekommen. Mit einem Treffer hier in die Linie könnten wir sogar den General erwischen.
Ja gut, allerdings nicht, wenn die da hinten hinschießen, ne? Also ich werde versuchen, mittels der Kavallerie die Infanterie durcheinander zu bringen. Ach, die machen hier Aufsätze hier vorne, das ist nicht gut. Das sieht halt auch hier echt nicht so aus. Ich mach mal ein bisschen, ich gebe mal ein bisschen mehr Draufsicht von oben. Ja, da ist kein einziger Treffer bisher dabei gewesen. Interessanterweise bei der Kavallerie haben wir Treffer erzielen können. Aber ich glaube, weil seine Infanterie ein bisschen tiefer steht, geht das hier für uns nicht. Jetzt wird's besser. So, den General erwischen wir und dann wird es die Linie auch nicht ewig lange aushalten. Ich warte. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden Sie aufgeben. Ich warte auf die Meldung, halt, dass der General getötet wurde. Komm zurück, ich brauche schon einen Ansturmbonus. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ja, aber wenn das so weiterläuft, dann müssen wir bald Unsummen an Waisenrenten bezahlen für unsere ganzen getöteten Soldaten durch das Friendly Fire. So, Schwein gehabt. Komm, erwisch den bitte noch. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Aus irgendeinem Grund greift er nicht an. Scheiße, das da. Ja, genau, dann bleiben die auch noch so stehen, dass die anderen Jungs abhauen können. Okay, gut, ist egal. Ist schon recht, ist schon recht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob hierdurch auch die Handelsroute mit Dänemark blockiert war, mit dem wir ein Handelsabkommen haben. In jedem Falle werde ich mir mal ganz kurz bei Dänemark militärischen Zugang holen. Sind von geringem Wert und werden abgelehnt. Weiß ich nicht, fordere doch mal 600. Nee, so viel zahlen die nicht. Pro Technologie würde ich mal sagen, obwohl sie mögen uns doch. Ich glaube 600 sind durchaus drin. Ah, so ein Shit. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, militärischer Zugang wird hier von der KI extrem hoch gewertet. Okay, wir machen 250. Okay, da wäre mehr drin gewesen. Ist jetzt auch egal.
angreifen. Das mache ich jetzt automatisch. Oh, geil. Und wir haben es noch ins eigene Territorium geschafft. Das heißt, wir kriegen jetzt die verbesserte Wiederauffüllung. Und dann halt eben auch noch durch den Nachschubposten. Das ist großartig. Okay. Also wir haben Dänemark erfolgreich unterstützt. Haben damit diese schwedische Armee erstmal loswerden können. Ich glaube, Preußen ist auch im Krieg mit Schweden, ne? Das habe ich doch mal irgendwann nachgeguckt, oder? Wir sind im Krieg mit Russland. Das ist mir so weit erstmal recht. Also ich finde es sehr gut, solange die sich alle untereinander streiten. Ach, guck mal, da Russland ist auch mit Dänemark im Krieg. Wer ist mit Österreich im Krieg? Frankreich, Baden-Württemberg, Spanien, die Batavische Republik, die Schweizer Eidgenossenschaft und die Osmanen. Baden-Württemberg auch auf jeden Fall einer der Profiteure der napoleonischen Neuverteilung. Das könnte man vielleicht auch nochmal gerade erwähnen. Also ich habe mir das mal, ich habe mir jetzt nur ein paar notiert. Aber wenn man sich diese Karte, das Flickenteppich mal anguckt, ne? Also Flickenteppich jetzt das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Da sind im Zuge der napoleonischen Gebietsreformen durch die Formung des Rheinbundes sind ja unglaublich viele Staaten aufgelöst und unglaublich viele Staaten neu entstanden. Oder aufgelöst worden und neu entstanden. Also aufgelöst wurden halt vor allen Dingen diese ganzen Bistümer, die es ja gab in Deutschland. Da bestanden nachher einfach keine Bistümer mehr. Die wurden aufgelöst. Das hatte auch was natürlich mit der Enteignung der Kirche zu tun, die seit der Französischen Revolution vorangetrieben wurde. Und das ist auch ein total interessanter Punkt in der deutschen Geschichte. Nämlich bewerkstelligt wurde das durch diesen sogenannten Reichsdeputationshauptschluss, wie man ihn nennt. Der Reichsdeputationshauptschluss, der hieß eigentlich anders, aber wenn man danach sucht, wird man es ganz schnell finden, wurde verabschiedet in der letzten Sitzung des immerwährenden, in Anführungszeichen, immerwährenden Reichstages, also so lange, bis er aufgelöst wurde. Ja. 1803, und der wurde schon unter französischem Druck durchgepaukt. Der musste verabschiedet werden. Das war sozusagen das Letzte, was der immerwährende Reichstag noch verabschieden konnte, um natürlich diese Gebietsneuordnungen zu legitimieren und eben auch die Enteignung der Kirche zu legitimieren. Wir werden vielleicht nochmal an einer Stelle darauf zu sprechen kommen, wie das mit der Kirche dann in Frankreich aussieht. Deutschland und Frankreich haben sich da ganz, ganz anders entwickelt. Das hat was mit der Weimarer Republik zu tun. Da wurde dann die Kirchensteuer eingeführt, die ja den Kirchen jedes Jahr mehrere Milliarden Euro in die Kassen spült. Und in Frankreich ist die Kirche deutlich ärmer, also hat deutlich weniger Geld und finanziert sich überwiegend aus Spenden. Das finde ich ist eigentlich ein sehr interessantes, also in Anführungszeichen, Konzept. Ach, guck mal da, ich kann ein großes Arsenal bauen. Aber das bringt mir nur... Ja, das bringt mir bei der berittenen Artillerie eigentlich nur Erfahrungspunkte. Das brauchen wir noch nicht, ist nicht so dringend. Und das Opernhaus, vielleicht machen wir das noch. Bringt noch eine Rekrutierungskapazität, müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt den Part an der Stelle beenden. Wir haben ja eine Schlacht gesehen, die war jetzt nicht so spektakulär, aber es wird bald noch eine sehr spektakuläre Schlacht zu sehen geben, wenn wir Palermo angreifen. Das wird ja auch nicht mehr lange dauern. Wir schaffen es nächste Runde noch nicht. Ich glaube, dann gehen wir auch nur bis hierhin. Nehmen hier noch eine Runde Einheitenverstärkung mit und greifen Palermo dann direkt an. Müssen wir mal gucken. Oder wir bleiben in der Nähe von Palermo stehen und lassen uns von Palermo angreifen. Vielleicht machen sie das, vielleicht drücken sie auch raus. Oh, hier unten muss noch ein Handelshafen gebaut werden. Okay. Bevor ich jetzt hier mich wieder zu lange aufhalte, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut bis dahin. Wir werden wahrscheinlich noch gegen Prag vorrücken. Ja, ich denke doch. Ich glaube, wir werden schon gegen Prag vorrücken. Oder wir warten noch, bis sich diese kleine Kleckerchensarmee hier verzogen hat.
und schauen uns das dann mal noch ein bisschen an. Wir kontrollieren ja jetzt auch Zagreb. Das ist auch auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Da ist nun Ausbildungslager drin. Ich weiß ja nicht, ob ich es wieder aufbauen will. Wir müssen schauen. Je nachdem, was die Osmanen auch anstellen. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall mal alles Gute und sage macht's gut. Bis zum nächsten Mal. À la prochaine fois. Tschüss.